Nächste Woche ist IAA 2019 und kurz vorher ist mir aus dem eigenen Archiv etwas in die Hände gefallen. Mein Vater hat mir dankenswerterweise das VHS-Material digitalisiert. Vor 30 Jahren, damals war ich 12 Jahre alt, hat Klein Bernd mit Playmobil-Figuren seine eigene kleine Automesse veranstaltet und das gefilmt. Also sind mir da vielleicht schon die Autonotizen-Gene in die Wiege gelegt worden oder auf den Schultisch, wie auch immer, aufs Butterbrot geschmiert. Ich entschuldige mich jetzt mal vorab nicht für das 4:3-Bildformat, war halt damals so. Nicht für den im Vergleich zu heute miesen Ton und die miese Qualität. Seit 30 Jahren lag eben das VHS-Band herum und ist jetzt digitalisiert und dann konvertiert worden. Aber vielleicht findet ja der ein oder andere es halbwegs so amüsant wie ich. Die kleine Playmobil-Automesse HFA heißt sie aus dem Jahr 1989 und die gibt's jetzt als kleinen Vorgeschmack auf das, was uns nächste Woche in Frankfurt erwartet. Es folgt Auto Live von der HFA 1989. Live-Übertragung mit Hugo Habicht. Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Live-Übertragung von der Hinterdapfinger Fahrzeugausstellung 1989, hier auf dem ersten Programm. Auch dieses Jahr steht hier wieder eine Pkw-Premiere, diesmal auf dem Stand der Firma Brennstätter. Noch unter einem Tuch versteckt steht das neue Flaggschiff der Firma, der Taifun. Heute wird er das erste Mal dem Publikum gezeigt. Wir werden im Laufe der Sendung über ihn berichten. Vertreten ist die Firma Büssink, die auf der letzten HFA den Kleinlaster B800 vorgestellt hat. Dieses Jahr wird kein neues Modell vorgestellt, aber spätestens 1991 wird eine komplett neue LKW-Generation mit einer Nutzlast von 16 bis 48 Tonnen vorgestellt. Auf dem Stand des Tuners BMA ist ein neuer 2,8 Liter V6 Turbomotor zu sehen. Er ist speziell für die neue Taifun-Baureihe von Brandstätter entwickelt. Nun begeben wir uns wieder auf den Stand der Firma Brennstätter. Liebe Zuschauer, nun ist es soweit. Der Taifun wird das erste Mal gezeigt. Der neue Mittelklassewagen wird jetzt zum ersten Mal gezeigt. 2,0 oder 2,3 Liter Einspritzmotoren mit 4 bzw. 6 Zylindern sind im Programm. Das ist er. Oh, jetzt bitte ich mal Herrn Wundrak zu mir. Herr Wundrak, Sie sind Verkaufsleiter von Brennstätter. Wie sehen Sie die Marktchancen vom neuen Taifun? Ja, mit dem Taifun stoßen wir erstmals in den Markt der Mittelklasse vor. Wir versprechen uns viel Umsatz von diesem Modell. Das hat man auch schon am 1982 vorgestellten Kosmos gesehen. Der Taifun hat alle Vorteile dieses Erfolgsmodells. So, jetzt machen wir noch einen kurzen Bummel über die Messe. So, hier sehen Sie den Brennstätter Formel 3 Wagen, der bereits 5-mal ein Rennen gewonnen hat in diesem Jahr. So, hier sehen Sie den Brennstätter Kosmos. Er ist seit 1962 der absolute Marktrenner im Programm. So, lassen Sie mich bitte mal vorbei. So, hier sehen Sie den Gabelstapler der Firma Büssink. Auch sehr gut verkauft. Jetzt setze ich mich mal rein. Also man sitzt sehr bequem hier drin und man hat alles gut im Blickfeld. So, also das hier, das ist der Büssing B800. Der ist vor allem für Bauern gut zu kaufen. Herr Mayer, ja, das ist ja nett, dass ich hier so einen alten Bekannten treffe. Ja, sagen Sie, wie hat Ihnen denn diese Ausstellung gefallen? Ja, also mir hat es ja sehr gut gefallen. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich jetzt auch von Ihnen. Ich hoffe, dass wir uns demnächst einmal wiedersehen hier auf dem ersten Programm.